Wir wollen euch heute in dem Video eine kontroverse These zur Verfügung stellen, die zum Nachdenken anregen soll. Nämlich, Liebe ist eine Entscheidung und kein Gefühl. Für mich als Postromantischer, der so mit den Leiden des jungen Werthers gelernt hat, groß zu werden, der so in goethischer Poesie fast dahingeschmolzen ist, der sich als Kind schon irgendwie aufgeopfert hat, für anderen, mit anderen Dinge zu tun, für den Liebe immer so etwas war wie das emotionale Elixier, die Energiequelle, war dieser Erkenntnisprozess, dass Liebe eine Entscheidung ist, ich glaube, die wertvollste Erfahrung in meinem Leben. Was wir sagen wollen, was wir euch mitgeben wollen, ist, dass du fähig wirst und dass du dir darüber klar wirst, dass du ein Gefühl erschaffst mit deinem Kopf, mit deinen Handlungen, mit deinem Verhalten, mit dem, was du tust oder auch was du lässt. Und Step 2 ist, nach den Entscheidungen und nach der einen Entscheidung tätigst du bestimmte Handlungen oder zeigst ein bestimmtes Verhalten. Und aufgrund dieses Verhaltens entsteht ein Gefühl. Ich habe es geschafft, mehrfach geschafft, mich in diesen Menschen neu zu verlieben. Ich gebe zu, die Voraussetzungen dafür waren zwei ganz wichtige Dinge. Die Entscheidung anzuerkennen, dass die größte Freiheit für mich als Mann darin besteht, mich zu binden. Die erste Schlussfolgerung daraus war eine völlig neue Erfahrung mit dem Konzept der Liebe, nämlich festzustellen, dass einen anderen zu lieben erstmal bedeutet, dich selber liebenswert zu finden. Das hat bei mir eine Weile gedauert, bis ich das wirklich so verstanden habe, dass der Mensch, der gerade zu euch spricht, wirklich zutiefst sich selbst auch als liebenswert betrachtet, mit seinen Ecken und Kanten, mit seinen Fehlern. Und das ist wahrscheinlich das größte Geschenk, was wir gemeinsam erfahren durften, dass wir gelernt haben, dieses Gefühl nicht zu konservieren, sondern lebendig zu erhalten, gerade auch im Streit, gerade auch in der Auseinandersetzung unserer Unterschiede. Und dafür bin ich persönlich sehr dankbar. Ein Wunsch an dich, an euch in der Krise, durchhalten. Es lohnt sich. Es lohnt sich, nach 25 Jahren morgens wach zu werden und nach so einem kurzen Gefühl von Ärger aus tiefster Seele zu sagen, ich liebe dich.